dann sehen wir mal, was sich hier verbirgt, gleich nachdem ich die Dinge gelesen habe hier. Der Abschied und schon die. Die Zeit ging vorüber und Jen verstand, dass sie nicht mehr der Tochter von Menschen wohnen kann. Verdorbener Geruch von Lebewesen, vertrieb ihn aus der Erdhöhle und verhüllte seine Augen. Er hat seinen Vorort verlassen und nahm seine Söhne für eine große Jagd mit. Die Tochter der Menschen saß lange Zeit und schaut auf die weggehenden Söhne. Das ist traurig. Sag was Schönes. Der Elch mit sechs Beinen trug die Flamme von Shondi durch die obere Welt. Es gab damals keine Nacht in allen Welten. Wenn Yen den Elch getötet hat, fiel Shondi unter den Horizont in den uralten Ozean. Er fiel und fiel, bis er die Unterwelt erreichte. Dort liegt Shondi bis heute. Sein warmes Licht erwärmt die mittlere Welt nicht mehr. Okay, also er hat praktisch die Sonne getötet. Einfach so, eiskalt, der Hurensohn. Thomas! Okay, yep. Also so... No pyrke žmort lišnus as jakolis. Warum lese ich die Dinge eigentlich? Jen kirish, zonka es katmunis. Mit vormus let sheremuna. Mit tevša čoža kotertna. Dalak taiga anvetna. I ne vješen si je pichkotna. Vormus kvatko kak repet. Vidmir rezen vetlota. А що реза шонди іскуїла, і света ще сушкета? Колом царство вула, що річ мір вула, да воліш єн лан мір вула. Ай, фрэн 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 фрэн. О, ich soll jetzt die Sonne töten. Wie viele Pfeile habe ich? Ich mache mal S. Ich möchte gerne geduckt sein, wenn ich auf die Jagd gehe. Weil es hilft, habe ich gehört. Ich bin ein Phantom, ihr seht mich nicht. Da ist er! Demoyom! Wie viele Beine hast du? Ja, jetzt! Oh Mann, ey! So was muss ich mich hier einlassen. Ich will hier umgehen reden, weil die Musik gerade so geil ist. Oh. Ich hoffe, die GEMA tötet mich nicht dafür, dass ich Musik hören lasse. Oh, wait a minute. Du entkommst mir nichts. Oder ist es. Hab ich gedacht, Ursus? Oder war das irgendein Junges? Sorry. Ich dachte, ich muss einfach alles. Es ist halt. Dann kommt es halt bei Videospielen immer mit, so, ne? Immer gewarnt von Videospielen, dass man alles töten soll hier. Es hat ein Geräusch. Ah! Ich sehe den Vogel. Das ist mir! Wow, das war. Habe ich den weggesniped? Ach, das Ding habe ich ja schon. Okay, worauf soll ich schießen, das Ding? Soll ich auf den Baum schießen, damit er runterfällt? Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass das so Physik funktioniert. Komm her! Oh, ich hab ihn jaulen gehört. Hätte nicht gedacht, dass sich das noch zu einem Action-Spiel entwickelt. So, hier. Muss ich wieder was abschießen? Ich schieße einfach mal irgendwo rein. Oh, ich finde geil, wie sich der Pfeil im Wind bewegt. Nein!
Das ist meiner, den habe ich gebrochen. Oh, ich verstehe. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt schieße ich mich selber ab, wenn ich was schieße. Alles klar. Alles klar. Ich verstehe Dinge. Oh, witzig. Ich finde ich ja nichts mehr. Weißt du, du hast jetzt mindestens schon vier Wölfe. Du kannst die Wölfe zerfleischen. Du brauchst doch nicht unbedingt den Elch, oder? Dir добуча щеревочі, чижім зонкат, будмірат, океанат, єн живой ланкіріш, і воліш картовий кіросвилун вармосса с'явитіс, і ньов'єшен лиш, шон дімув товашетіс, каджіт кутіс друг буде смірозданні, царство кулам лиш, да поріж дух лиш луман тиртіс, отір світ, і єн лиш мір, юн кинтіс. Es sieht aber nicht wirklich nach Eis aus, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben gelernt. Die haben auch dazu gelernt, hier haben wir nicht zu stehen. Ist mir wahrscheinlich weg gewesen. Ha, ich habe jetzt eine Taschenlampe. Okay, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was da jetzt gerade passiert ist. Aber sofern ich das jetzt richtig verstanden habe, habe ich jetzt praktisch so eine, wie bei Days of Future Past, wenn ihr den Film ja kennt. So eine Geisterreise in die Vergangenheit gemacht. Wo der eine den Elch abgeschossen hat oder die Sonne abgeschossen hat, aber deswegen habe ich jetzt die Sonne auch. Oder? Ist es so? Egal, wir lesen erstmal unsere schönen Mythen. Jetzt sagt, habe ich wahrscheinlich. Ist das wahrscheinlich das, was wir gerade gemacht haben? Ja, genau. Das haben wir. Ja. Ja, okay. Wolf. Der eine mit dem grauen Fell, er ist der eine, der in einem Wald wohnt. Er ist eines der dunkelsten Geschöpfe von Yen. Er ist böse und verräterisch und man glaubt, dass er sein Schöpfer Yen fast getötet hat, als er unter den Menschen weilte. Das machen Wölfe halt, sorry. Die ganzen Dinge, die ich gefunden habe, mache ich zum Schluss. Ja, das mache ich zum Schluss. So geht's jetzt rechts weiter. Ja, jetzt geht's rechts weiter. Schützt du schon. Haha! Hurensohn! Aber voll oder nicht ewig. Aha. Hi. Okay. Da kommt was Großes auf uns zu. Allerdings halt erst in der nächsten Folge. So, wir sind in einen Garten gekommen. Hier könnt ihr abonnieren, wenn ihr wollt. Hier kommt ihr zur Playlist von The Movies Man. Und hier kommt irgendein random Video vom Kanal, weil ich mache auch anderes Zeug außer Let's Plays. Dann wählweise eins von den dreien. Ich kann auch keins von denen nehmen. Ist ja eine eure Schuld. Okay.
Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euch dahin, noch eine schöne Zeit.